Mal ehrlich, klingt der 8-jährige Mozart wirklich schon so gut wie der spätere? Das, was wir mit Mozart vielleicht vor allem verbinden, nämlich, dass er einfach vor Ideen sprüht und dass seine Melodien so großartig sind. Genau das hören wir in den ersten Takten dieser Symphonie, wenn alle im Orchester gemeinsam einfach nur alle einstimmig spielen. Also auf die Idee und diesen Mut, da muss man, glaube ich, erstmal kommen, dass man 8 Jahre alt ist und alle spielen. Und schon sind alle guter Laune. Schöne Sache. Berg gleich 12-Tonmusik? Die sogenannte 12-Tonmusik, die wir vor allem ja mit Arnold Schönberg verbinden, hat Alban Berg später auch tatsächlich, also die Technik hat er verwendet, aber bei diesen 7 frühen Liedern, da ist das wirklich noch total spätromantisch. Also für die 7 frühen Lieder gilt, nein, keine 12-Tonmusik. Die 4. von Mahler ist für mich ein ganz besonderes Werk. Zum einen, weil die Wunderhorn-Thematik, der 4. Satz ist ja mit Solo, Sopran, Gesang und Orchester nach einem Wunderhorn-Gedicht. Bin ich ja nun mit großem Glück ein Jahr hier in Stuttgart, davor war ich in Wien. Und diese Sehnsucht, die ich in ganz vielen von Mahlers Werken höre, die Sehnsucht für ihn sicherlich nach einer Natürlichkeit, auch nach einer Bergszenerie, nach einer Landschaft, nach einer Urtümlichkeit, die er unterm Jahr in Wien ja nicht hatte, weshalb er auch im Sommer, also mit Vorliebe ja komponiert hat. Und diese Sehnsucht kann ich vielleicht jetzt sogar noch mehr nachfühlen, wo ich sozusagen ein Jahr weg bin, denn vieles von den Melodien, die wir musizieren in Mahlers 4., die sind für mich jetzt wie eine Erinnerung an meine Wiener Zeit, an eine österreichische urtümliche Melodienseligkeit. Und es ist eine große Freude und Wonne, dass sozusagen jetzt das Stuttgarter Staatsorchester und ich uns diese fernen Klänge herbeisehnen können. Und ich spüre, wie die Musikerinnen und Musiker des Staatsorchesters hier, die das Werk ja sehr gut kennen, man hat es hier immer mal wieder gespielt, auch diese Sehnsucht in ihrem inneren Ohr irgendwie haben. Und da kommen wir sehr, sehr schön zusammen bei den Proben. Thank you.